Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Jura auf dem Fass. Und zwar ein Fassfinish. Es ist ein, ja, wie die Schotten sagen, ein Red Wine Cask Finish, also ein Rotwein Fassfinish. Das letzte Mal war ich auf Jura 2015, schon mittlerweile 9 Jahre her, wenn man sich das überlegt. Und damals hatte ich so eine tolle Story bekommen. Und die Story geht um Colin Campbell, oder im Grunde geht es um den Campbell-Clan. Und da haben die so eine alte Story rausgezogen. Da gab es eine Wahrsagerin, die dann gesagt hat, sie werden mit nichts außer einem Karren diese Insel verlassen. Und siehe da, es ging wirklich sehr stark bergab mit Campbell und der damaligen Jura-Brennerei. Und der hat wirklich dann Insolvenz abgemeldet und bla, und oder nicht Insolvenz, er ist halt pleite gegangen und musste halt, ja, seine Distillerie abtreten damals. Was war das, irgendwie 1901 irgendwo so in die Geschichte. Und musste er dann eben, ist er wirklich mit einem Karren, hat er diese Insel verlassen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist gar nicht weit gekommen. Ich glaube nur noch Eila oder so. Also ja, aber er hat seine Insel wirklich verlassen müssen. Die heutige Brennerei geht zurück zu den 1960er Jahren. Also da wurde die Brennerei wieder aufgebaut und die ist im Grunde immer noch sehr ähnlich zu dem, wie sie damals war. Gegründet ist auch sehr, sehr interessant. Hier unten sieht man es auf dem... Das ist established 1810. Also die ist ja sehr, sehr früh gebaut worden. Und das liegt daran, dass natürlich nur das Brennen in den Highlands verboten war und nicht auf den Islands. Denn der Taxman konnte auch in die Islands fahren und da ihren Tax eintreiben. Gut, ja, genug geredet. Jetzt probieren wir mal das Ganze. Also die Reifung ist in Bourbonfässern und wir haben ein Finish in Rotweinfässern. Das Ganze hat 40%. Und oh ja, das Rotweinfass, das riecht man. Das ist wirklich Traube, Traube, Traube. Aber schon wirklich, also, schwierig zu sagen, ob sich das jetzt nach lieblichen oder nach herben oder trockenem Rotwein anriecht, weil so eine gewisse Süße hat er. Wobei ich die jetzt ein Stückchen auf das Bourbonfass zurückgehen würde. Wobei es ist schon heftig viel Rotwein mit dabei. Also das Rotweinfass überwiegt hier ganz, ganz viel. Also wer sich denkt, oh, nur so ein kleines Fassfinish hinterher, das Fassfinish im Geruch, dem dominiert es sehr, sehr stark. Also vom Geschmack her kann ich nur sagen, definitiv ein trockener Rotwein. Merkt man im Mund sehr, sehr trocken, sehr, sehr... Ja, ich würde nicht sagen sehr, sehr viele Tannine, aber Tannine sind da, Würzigkeit ist da. Ich finde ihn geil. Also ich bin normalerweise eher so ein bisschen der süße Typ. Aber ich habe jetzt auf meiner letzten Dienstreise sehr, sehr viel süß gehabt. Das ist mal eine richtig schöne Abwechslung dazu. Das ist ein richtig schöner... sehr, sehr fruchtiger, traubiger, rote Beeren. Whisky mit einem trockenen Finish. Auch nicht zu anstrengend, weil er 40% hat. Und lässt sich damit auch sehr, sehr leicht genießen. Also das ist ein schöner, leckerer Whisky, den man gerne mal abends genießen kann.
Genauso beim zweiten Schlückchen. Antritt, sofort ein bisschen süß, merkt man so, oh, Bourbonfass. Und dann kickt das Rotweinfass rein und man hat so einen schönen Rotweinfass-Charakter. Trocken, bärig, traubig. Aber es erinnert schon sehr, sehr stark an einen trockenen Rotwein. Mhm. Sehr, sehr stark. Mhm. Gut, das war's mal wieder mit meinem Take zu Jura Red Wine Cask Finish. Wer da Interesse dran hat, schaut einfach mal im Shop vorbei. Da gibt's den zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.